Hallo, ich bin Marc Oswald und in diesem Video geht es um die Fragetechnik der Zauberfrage oder der Wunderfrage, die neues geistiges Potenzial befreit. Die Wunderfrage oder Zauberfrage ist eine extrem offene Frage, die dazu gemacht ist, Glaubenssätze und innere Beschränkungen zu umschiffen. Sie lautet: Angenommen, nichts könnte dich aufhalten. Es ist alles ausnahmslos möglich. Was würdest du dann in den nächsten Monaten tun? Wie würde dein Leben in einem Jahr aussehen? Sinn dieser Frage ist es, innere Beschränkungen zu umgehen. Wir haben alle unsere Glaubenssätze und glauben, das können wir nicht, das geht nicht, das ist nicht möglich, ich kann ja nicht einfach, das geht ja nicht einfach und bla 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 bla. Jetzt wissen wir aber, dass jede Realität nur konstruierte Realität ist. Und wenn wir von etwas überzeugt sind, dann werden wir auch Beweise finden, dass es die Wahrheit ist. Wenn jetzt aber jemand kommt und die Zauberfrage stellt, dann bringt es uns dazu, diese Beschränkungen abzulegen, weil es geht ja bloß um eine Hypothese. Es ist ja bloß ein Gedankenspiel. Und für dieses Gedankenspiel können wir uns ja erlauben, mal ganz frei zu denken. Und dann geben wir Antworten, die vielleicht viel größer gedacht sind, als wir es uns bisher erlaubt haben. Wir finden klarere Ziele, wir finden neue Ideen, wir finden Visionen, wir finden unsere Berufung, wir finden alles Mögliche in der Zauberfrage. Wir befreien uns von den mentalen Fesseln. Diese Frage ist wirklich genial und ich empfehle jedem wärmstens, sich diese Frage selbst regelmäßig zu stellen und vor allem stellen zu lassen, weil die wirklich viel im Geist befreit und viele neue Ideen freiruft. Im Coaching natürlich ein super Tool. Wenn im Coaching alles möglich wäre, unser Coaching perfekt laufen würde, was wäre nach diesen 4 Wochen anders? Was hätte sich verändert? Wie würdest du leben? Wie würdest du dich fühlen? Das löst wiederum Suchtprozesse aus, befreit Potenziale und führt den anderen zu viel mehr Klarheit.